Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir mal ein paar Sachen ansprechen und ein paar Sachen klarstellen. Man sieht es ja schon an dem Titel. Wir sind mehrfach darauf angesprochen worden, oder besser gesagt, ich angeschrieben, angesprochen und so weiter. So nach dem Motto, wir wären ja Aussteiger in Schweden. Also das, dem ist nicht so. Wir sind keine Aussteiger. Wir gehen Arbeiten nach. Wir bauen uns hier parallel Gewerbe auf und Aussteiger würde ich uns nicht bezeichnen. Zum anderen haben wir 2019 vor Corona und dem jetzigen Kriegszustand schon entschieden, dass wir nach Schweden auswandern wollen. Eigentlich war angesetzt für 2023. Wir sind jetzt 2022 hierher gegangen. Wir haben bewusst ein Haus im Wald gewählt und nicht, um hier nicht mit allen was zu tun haben. Wir beteiligen uns hier am Leben. Ich glaube, wir haben das schon häufiger betont. Wir sind definitiv keine Aussteiger oder irgendwie flüchten vor irgendwas, sondern von uns ist es ein langer Traum gewesen, in Schweden zu leben, und den haben wir geplant und auch erfüllt. Das wollten wir mal klarstellen, weil immer wieder werden wir gefragt, wir wären Aussteiger, wir würden mit nichts zu tun haben wollen, und das ist definitiv nicht so. Dann haben wir noch ein Thema, was wir ansprechen wollen, und zwar grundsätzlich zu diesem Thema hier, was wir hier machen, Off-Grid im schwedischen Wald ohne Strom und ohne Wasser. Ich denke, viel kommt, oder in den Videos kommt auch oft eine, sag ich mal, eine Gelassenheit, eine Romantik rüber, aber ich denke, es sollte jedem klar sein, dass das hier relativ hart ist, so zu leben. Man ist eigentlich den ganzen Tag beschäftigt und am Arbeiten. Man muss nebenbei auch noch richtig arbeiten, um Geld zu verdienen. Man hat auch noch andere Dinge zu tun. Das sind auch viele Kleinigkeiten. Wir haben jetzt das Glück, dass wir relativ nah an einem Ort wohnen, hier im Wald. Und wir haben zum nächsten Supermarkt 10 Kilometer. Andere in Schweden müssen aber 30, 40 oder teilweise 50 Kilometer fahren zum nächsten Supermarkt. Das ist nicht so, dass hier ein Bäcker um die Ecke ist oder ein Fleischer. Es gibt hier kaum Bäcker, ganz wenige auf dem Land hier sowieso gar keine, oder Fleischer, sondern man fährt hier in den Supermarkt. Sicher gibt es auch überall mal irgendwo eine Einkaufsmöglichkeit, aber da sind die Preise auch dementsprechend. Wenn man jetzt, in Schweden gibt es ja auch den Lidl, den IKA und den Coop. Das kann dann auch sein, dass man wirklich mal in den nächsten Lidl 200 Kilometer fährt oder 100, wenn man den nicht in der Nähe hat. Also wenn man einen Großeinkauf macht, dann sind das schon Strecken. Des Weiteren muss man sich auch darüber im Klaren sein, dass das nächste Krankenhaus auch eine Ecke weit weg sein kann. Es gibt zwar überall diese Krankenzentren, wo man sich melden kann oder behandelt wird, aber wenn man mal ins Krankenhaus muss, dann ist das auch schon eine Strecke, die man fahren muss. Von uns aus wäre das nächste in Torsby oder in Mora, und das sind jeweils ungefähr 100 Kilometer. Einfache Fahrt. Ja, es sind viele Dinge, die man bei so einer Entscheidung nicht außer Acht lassen sollte. Das fängt an, wenn man irgendwelche Teile braucht. Wir haben ja unseren Solarständer oder Photovoltaikständer gebaut im letzten Video. Der Stromgenerator, der da teilweise in den Bildern rumsteht, ist kaputt gegangen. Und dann war die Entscheidung, was machen wir? Fahren wir gerade mal eben runter in den Ort und gucken, ob es einen gibt. Haben wir gemacht. Gab aber einen. Der hatte allerdings zu wenig Leistung. Also wäre die nächste Möglichkeit, in Jula oder in Biltema zu fahren. Das wäre bei uns dann nach Mora zu fahren. Mal eben 2,5 Stunden unterwegs, um zu gucken, was man da bekommt. Also das sind viele Dinge, die man hier nicht außer Acht lassen sollte. Zum anderen, wenn man hier im Wald lebt, so wie wir leben, dann hat man mit Sicherheit auch im Winter eventuell Probleme. Man muss sich darauf einstellen, dass die Straße nicht geräumt wird, der Waldweg nicht geräumt wird. Entweder man kann ihn selber räumen oder man kommt hier nicht weg. Das kann auch einmal ein oder zwei oder drei Tage sein. Wenn jetzt bei uns in der Region, wir sind ja hier im Skigebiet, mal in ein, zwei Tagen ein Meter Neuschnee fällt, was nicht ungewöhnlich ist, hat es schon häufiger gegeben, dann wird der Waldweg nicht geräumt. Das heißt, man kommt hier nicht weg. Man muss darauf vorbereitet sein, dass man auch mehrere Tage das Haus nicht verlassen kann oder sich ein ATV oder einen Traktor holen, um notfalls den Weg selber räumen zu können.
Das Ganze ist auch, man muss sich ja hier auch relativ stark um Brennholz kümmern. Wir heizen ja mit Holz. Später wird noch eine Küchenhexe dazukommen, die wir dann auch noch benutzen werden. Wir haben hier eine Heizperiode von ungefähr 9 Monaten. Das heißt, wir fangen im September an, den Ofen anzumachen, weil wir nachts dann nur noch 3-4 Grad haben. Und aufhören tut es irgendwann im Mai. Das heißt, man muss ja im Endeffekt dafür sorgen, dass man 9 Monate lang genügend Holz hat, um auch die Wohnung warm halten zu können. Es ist nicht alles immer nur Friede, Freude, Eierkuchen hier, sondern das ist wirklich harte Arbeit. Es gibt wirklich viele Dinge, die man bei so einer Entscheidung auch bedacht haben sollte, wenn man sowas macht. Das ist nicht alles Michel-Romantik oder Bülabü oder, sondern das ist schon, sag ich mal, dann auch geht es an die Substanz. Wenn uns hier auf unserem Weg ein Baum umfällt, durch den Schneesturm oder im Winter von der Schneelast zusammenbricht, hier kommt keine Feuerwehr und räumt den weg, den räumen wir weg. Das heißt, wir schmeißen unsere Kettensäge an, wir sägen den Baum kaputt, wir nehmen den Traktor, ziehen es an die Seite, damit wir überhaupt hier wieder rauskommen. Und das ist nicht alles Gold, was glänzt, sage ich mal. Und ich denke mal, uns war es wichtig, das auch mal zu erzählen, damit auch man so ein bisschen Verständnis dafür hat, was eigentlich das bedeutet, wenn man so weit im Wald wohnt, auf irgendwelchen Forstwegen, wo dann eben, sage ich mal, das normale Leben nicht so ist, wie man es aus Deutschland gewohnt ist. Ja, auch der Tierarzt ist dann auch mal ein paar Kilometer weg. Wir haben das Glück, dass wir jetzt hier jemals Tierärzte hier im Ort haben. Durchaus gibt es Orte in Schweden, da gibt es keinen Tierarzt und dann fährt man eben mal eine Stunde oder zwei oder vielleicht auch länger zum Tierarzt. Wenn der Hund dann von einer Kreuzotter gebissen worden ist, ist es dann auch schon wieder schwierig. Das sind alle so Sachen, die man bei solchen Entscheidungen immer bedenken muss. Und das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir werden auch zum Winter hin, ich denke mal irgendwann im November, nochmal ein Video machen, wo wir zeigen, wie wir uns hier auf den Winter vorbereiten, was wir zu Hause haben, damit wir hier auch klarkommen. Und seid gespannt, was da alles bei rumkommt. So, dann haben wir noch das Thema Auswandererhilfe. Wir haben uns in den letzten Tagen mal mit den einen oder anderen hier unterhalten, die auch schon viele, viele Jahre in Schweden leben und auch teilweise in Foren und so weiter aktiv sind, um Leuten zu helfen, nach Schweden auszuwandern. Im Moment ist es so, dass auf diversen Plattformen, Instagram und auch auf anderen, irgendwelche Auswandererberater für Schweden wie Pilze aus dem Boden sprießen. Und man muss ganz ehrlich sagen, dass dort bei vielen wirklich nur dummes Zeug erzählt wird. Es gibt mit Sicherheit auch seriöse, es gibt auch seriöse Kanäle auf YouTube. Ich möchte hier nicht alle über einen Kamm scheren, ich möchte auch niemanden schlecht machen. Allerdings werden da Sachen behauptet, da sträuben sich einem die Haare. Wir haben nun gerade selber unsere Unterlagen für die Einwanderung abgegeben, wurden dabei von einem Steuerberater hier aus Schweden betreut. Somit, sage ich mal, sind wir uns schon ziemlich sicher, was da alles gefordert wird und was nicht. Wir selber würden keine Auswandererhilfe anbieten, weil wir uns das nicht zutrauen. Wir möchten niemandem eine falsche Information geben, weil sich gewisse Dinge irgendwie geändert haben. Im Moment ist der Stand so in Schweden, man kann ganz grob sagen, ohne PN, also ohne die Personennummer, läuft hier in Schweden gar nichts. Es ist momentan fast unmöglich, ein Konto zu eröffnen, nicht mit Sammordnungsnummer oder sonst irgendwas. Wenn man das hinkriegt, dann ist das Glück. Grundsätzlich wird man wieder weggeschickt, wenn man keine Personennummer hat. Es ist nicht möglich, einen Anhänger online im Baumarkt zu buchen ohne Personennummer. Es ist einfach, ohne Personennummer geht hier nicht wirklich viel. Und es wird hier immer teilweise behauptet, es geht alles so, das ist definitiv nicht so. Und gerade in der aktuellen Situation ist es ja so auf dem Markt, dass viele Häuser beim Bieten eine Bank-ID fordern oder viele Makler das so einstellen.
Eine Bank-ID bekommt man nur, wenn man eine Personennummer hat. Und die Abwicklung fordern, die Makler fordern die Abwicklung über ein schwedisches Konto. Dieses schwedische Konto kann man dann auch wieder nur eröffnen, wenn man eine Personennummer hat. Also da dreht sich quasi der Kreis. Und die einzige Variante, die mir jetzt einfällt oder die wir gehört haben, ist, man spricht den Makler an, ja, ob es auch möglich ist, die Abwicklung oder den Kauf über ein deutsches Konto zu machen. Wenn der Makler sagt, nein, es soll über ein schwedisches Konto gemacht werden, dann wird es äußerst schwierig. Warum das so ist, kann ich nicht beurteilen, wird mit Sicherheit Gründe dafür geben, warum das in letzter Zeit so aufpoppt. Als wir 2019 das Haus gekauft haben, war das überhaupt kein Problem, das Geld von einem deutschen Konto zu überweisen. 2020 war es auch gar kein Problem, ein Konto in Schweden zu eröffnen. Und heute in 2022 ist es definitiv ein Problem. Wir haben bisher selber kein Konto in Schweden eröffnen können, weil wir keine Personennummer haben. Wir hätten es 2020 machen können. Da war ich hier bei uns im Ort bei der Bank, habe mit der Beraterin gesprochen. Das war überhaupt gar kein Problem. Allerdings hatte ich meine Unterlagen vom Skattewerket vergessen. Wollte im nächsten Jahr dann zur Bank, um mein Konto öffnen. Musste leider feststellen, dass auch die letzte Filiale von zweien hier im Ort geschlossen worden ist und es hier nur noch Geldautomaten gibt. Ja, letztendlich, warum erzählen wir das oder warum sagen wir das? Ich denke, man sollte sich immer zwei Meinungen einholen. Gerade wenn man so einen Schritt geht und vielleicht eine vorhandene Existenz in seinem Land, wo man wohnt, aufgibt, um sich in ein neues Abenteuer zu stürzen. Und ich finde, dass es geht ja bei vielen Dingen wie immer nur ums Geld. Und wenn da jetzt irgendwelche Berater und irgendwelche Tätigkeiten auf Instagram für Auswanderung, die teilweise Jobs versprechen, und man schmeißt in Deutschland alles oder wo auch immer man gerade herkommt, alles über Bord, kommt hier hin und fällt hier ganz gewaltig auf die Nase. Und deswegen denke ich, sollte man vielleicht auch mal darauf hinweisen, dass da am besten sich mal zwei Meinungen eingeholt werden. Wie gesagt, es gibt gute Quellen, wo man sich informieren kann. Es gibt auch mit Sicherheit seriöse YouTube-Kanäle. Das möchte ich auch niemandem absprechen, auch Auswanderer, die das machen. Den einen oder anderen, und ich kenne die jetzt auch alle nicht, ich bin jetzt nicht so derjenige, der das hier in Schweden verfolgt, möchte da auch niemanden verurteilen. Mir ist es halt hauptsächlich auch in diversen Foren aufgefallen, im Internet, Instagram und solche Geschichten, und ich finde es schon erschreckend, was den Leuten da verkauft werden soll. Oder was ich auch noch dazu sagen wollte ist, wenn jemand aus Deutschland nach Schweden kommt, der braucht nicht denken, dass die Schweden auf Deutsche hier warten. Also es ist nicht so, dass man hier, sag ich mal, einen Blumenstrauß vor die Füße gelegt bekommt und so weiter, sondern man muss sich hier alles erarbeiten. Und das geht über Fleiß, Klinkenputzen, Freundlichkeit. Ganz wichtig ist auch die Sprache lernen. Die Schweden legen da sehr viel Wert drauf, dass man sich zumindest bemüht, die Sprache zu lernen und es auch versucht, auch wenn es am Anfang schwierig ist. Aber es ist hier nicht das Wunderland, ja, wo alle hier mit Kusshand auf einen warten, sondern man muss vielleicht auch, wenn man einen Job sucht, sich von seinem angestammten Job verabschieden und auch erstmal was anderes arbeiten, wenn man hier Arbeit finden möchte. Es gibt mit Sicherheit Berufsgruppen, wo genug Personal gesucht wird, wo man vielleicht auch reinkommt, aber man sollte sich auch damit anfreunden, wenn man hier hinkommt ohne Arbeit und ohne Aussicht auf einen Job, dass man erst was anderes macht. Ansonsten, ich wollte das auf jeden Fall mal loswerden. Moni hat jetzt ja nicht so wirklich viel dazu gesagt. Mir war es auf jeden Fall wichtig, mal das anzusprechen. Ich habe da auch keine Scheu vor. Letztendlich ist mir das auch egal, was jemand jetzt darüber denkt. Ich finde es nicht okay. Das ist meine Meinung und ich sage meine Meinung. Ich halte mit meiner Meinung nicht zurück. Und, sag ich mal, Leute in ihr Unglück laufen zu lassen oder dadurch irgendwelche Probleme entstehen, ist aus meiner Sicht nicht in Ordnung. Und in diesem Sinne, alles Gute, wir sehen uns. Schöne Grüße aus dem schwedischen Wald.